Ah, Mist, ich muss mir auch einen Staubsauger kaufen. Das hier ist der, den Jonas hat. Cleantech CTL 26E. Den hole ich mir auch. 831 Euro? Nö, das ist zu teuer. Au, Backe, Staubsauger. Was für ein nerviges Thema. In jeder Werkstatt, egal ob groß oder klein, brauchen wir was, um Späne zu beseitigen. Aber welchen Staubsauger braucht man überhaupt? 830 Euro für einen Staubsauger? Das erscheint mir ein bisschen viel. Das könnten sich viele denken. Und was anderes haben sich auch viele gedacht. Moment mal, da gibt's doch einen anderen Staubsauger. Der sieht fast genauso aus wie der von Festool. Moment, haltet euch fest. Oh Gott. Das ist nicht das größte Paket von Parkside bis jetzt, aber ich glaube eins der teureren. 249 Euro für den PPWD 30A1. Was für ein bescheuerter Name. Und man sieht mich kaum. Wir packen das Ding mal aus. Das Aufschneiden mache ich jetzt natürlich noch so, dass ihr es sehen könnt. So. Jetzt hebe ich aber alles wieder runter. Schön aus dem Rücken gehoben. Und jetzt das ganze Ding wieder raus. Oh, der Karton macht nicht mit. Oh, Gott, das. Dieser Karton. Das ist. Ich muss noch mal zum Karton zurück. Wo sind die versprochenen Accessoires? Im Karton sind sie nicht. Puh. Aber wo sind sie dann? Ihr werdet es von da hinten kaum lesen können, aber dieser Staubsauger ist von Grizzly Tools. Das ist erstmal gar nicht verkehrt. Und die Accessoires, die auf dem Karton versprochen wurden, sind... Oh Gott. Ups. Sind hier im Staubsauger drin. Und eine Sache... Muss ich jetzt mal vorweg sagen, in diesem Staubsauger riecht es wie in einem neuen Auto. Der Geruch ist richtig lässig, also es riecht hier sehr, sehr gut drin. Und was wir jetzt sehen, wir haben natürlich einen Staubsack, das ist ja irgendwie klar, sonst könnten wir ja nicht staubsaugen. Aber, und das finde ich sehr, sehr cool, wir haben direkt Rohre und eine Bodendüse. Das heißt, wir können mit dem Staubsauger wirklich direkt die Werkstatt sauber machen. Und das für den Preis von 249 Euro. Das ist lässig. Wir haben hier hinten noch so ein Kabelaufhängeding. Das habe ich bei meinen Festool-Staubsaugern übrigens auch nicht dran. Deswegen machen wir das hier auch nicht dran. Und wir haben sogar noch mehr Säcke. Noch so ein Plastiksack. Ja, und ich würde sagen, wir bauen den Staubsauger mal zusammen und legen los. Wir setzen unseren Beutel ein, und zwar den Fließbeutel. Wer sich fragt, warum es überhaupt einen anderen gibt, das hier ist für normales Trockensaugen, das hier für Trocken- und Nass- und Gefahrenstoffe, aber das wollen wir heute nicht. Deswegen machen wir das so, und ich würde mal sagen, es geht wahrscheinlich wie bei Festool. Der Sack muss hier erstmal rein. Und dann hier drüber. Ja, und dann kann die Klappe schon wieder oben drauf. Oh, und zwar, oh Gott, hier geblieben. Na? Oh, das Kabel. Oh Gott, was für ein Fisch. So. Zack, zu die Kiste. Hier können wir den Schlauch reinstecken, der ist hier oben drin. Und hier haben wir Strom. Aber sieht der jetzt aus wie Festool? Halt, stopp! Werbung! Eine Sache kennt ihr schon, nämlich die Produkte von Caramba. Die sind wunderbar und hergestellt in Deutschland. Aber kennt ihr schon das Neueste? Das Super Plus Premium Multiöl Eco. Wieso Eco, könnte man sich fragen. Öl ist ja immer irgendwie ein bisschen schwieriges Thema. Und Caramba macht hier etwas, was ich wirklich super cool finde. Hier werden 25% recyceltes Altöl verwendet. Und das macht es möglich, bei der Herstellung komplett auf das Verwenden neuer fossiler Öle zu verzichten. Es ist also eher ein Kreislaufgedanke, der hier auch in der Flasche weitergedacht wird. Auch dieser Deckel ist komplett aus recyceltem Material. Das Beste ist, wir kriegen nicht nur was Positives dazu, nämlich einen nachhaltigen Gedanken. Wir haben natürlich auch genau die gleiche Leistung. Wir haben genau den gleichen
gleichen Korrosionsschutz und die gleiche Schmierleistung wie bei dem anderen Karambaöl auch. Also einen sehr hohen Schutz. Und wir alle kennen es. Jeder hat mal eine fest gerostete Schraube, die wir hiermit lösen könnten. Oder wir wollen unser Werkzeug vor Rost schützen und ölen es deshalb ein. Oder die Maschine läuft nicht gut. Bisschen Öl dran und los geht's. Und wenn man beim nächsten Mal einfach ein Eco-Öl wie dieses hier nimmt, dann tut man noch was Gutes. Also schaut euch das Ganze mal an. Ich habe es euch unten verlinkt. Ich find's mega. Bevor wir jetzt den Schlauch hier einstecken, stellen wir eine Sache fest. Das ist auch so ein Gewebeschlauch wie bei Festool. Der bei Festool fühlt sich, wir machen heute eigentlich was, was wir normalerweise nicht machen. Wir vergleichen zwei Sachen. Wir machen das aber heute, weil eigentlich alle, die mir geschrieben haben, Jonas, guck mal den Staubsauger an, geschrieben haben, Jonas, der ist ja wie der von Festool. Und tatsächlich gibt es hier einige Ähnlichkeiten. Wir stecken das jetzt trotzdem hier mal eben dran. Also irgendwie wackelt der Kollege, aber das ist jetzt erstmal nicht ganz so schlimm. So, das ist natürlich irgendwie schon mal doof gelöst. Aber ist auch egal. Es gibt Ähnlichkeiten. Der Schlauch sieht auf jeden Fall sehr ähnlich aus. Der endet ein bisschen anders. Der endet sehr, sehr dünn. Oh Gott, hier ist noch was ganz anderes drauf. Das ist gar nicht dünn. Es ist genauso wie bei Festool. Krass. Es ist genau der gleiche Durchmesser, nur ein bisschen anders. Wir haben bei Festool ein weiches Gummiteil und hier ein hartes. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, hier ist der Staubsauger, den viele als ähnlich ansehen. Und man sieht, wir haben hier ähnliche Bedienknöpfe. An und aus ist natürlich hier genauso gelöst wie hier. Und wir haben eine Einstellung von wenig bis maximal. Das können wir hier auch machen. Wir haben eine Steckdose, die haben wir bei Festool auch. Und wir haben ein Bluetooth-Symbol, was bedeutet, wir können Maschinen, die nur mit Akku betrieben sind, eventuell mit dem Gerät verbinden. Aus irgendeinem Grund haben wir hier noch eine USB-Schnittstelle, wenn wir vielleicht nebenbei noch unser Handy laden wollen, ich weiß es nicht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, neben all den Ähnlichkeiten, also das nervt ja nun wirklich. Was ist mit der Kiste los? Die wackelt. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich nutze meinen Staubsauger immer mit diesem Zyklonsystem. So landet eigentlich gar nichts im Beutel drin. Das ist etwas, was ich wirklich immer mache. Ich habe den ewig nicht ohne benutzt. Diesen benutzen wir jetzt aber ohne, weil das hier, das passt nicht drauf. Weil also es würde hier drauf passen, aber das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Also das ist das gleiche Anschlussdurchmesser-Tüdelü. Wir hören jetzt aber mit dem Vergleichen gleich auf, weil ich das eigentlich ein bisschen doof finde. Also man könnte das so nutzen, wir machen es aber nicht. Wir gucken uns jetzt noch einmal kurz ganz simpel die Daten an, ob die wirklich gleich sind oder nicht. Und dann schmeißen wir die Kiste an und wollen natürlich vor allen Dingen wissen, wie das mit dem Bluetooth ist. Weil das ist für mich eins der meistgenutzten Features, bei diesem Staubsauger einfach auf diese Fernbedienung zu drücken, weil der Schlauch ist sehr lang. Ich stehe irgendwo in der Werkstatt, mache an, sauge und mache das Ganze wieder aus. Das ist sehr, sehr cool. So, wir vergleichen die Daten, dann wollen wir mal saugen. Genug gesabbelt. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ein kurzer Vergleich. Wenn wir bei Parkside gucken, ist der Luftstrom 38 Liter pro Sekunde. Wir brauchen aber für Festool Liter pro Minute, also rechnen wir mal 60. Da landen wir bei 2280 Liter pro Minute. Der Festool-Sauger hat 3900 Liter pro Minute. Beim Unterdruck hat Lidl 20 Kilopascal und Festool 24 Kilopascal. Beim Lärm haben wir bei Parkside 73 Dezibel, bei Festool 71. Beim Volumen haben wir bei Parkside 30 Liter, bei Festool 26 oder 24. Check ich gerade selber ehrlich gesagt nicht. Und beim Kabel haben wir jeweils 7,5 Meter Länge. Der Parkside-Staubsauger hat die Staubklasse H und Festool L. Bei dem ganzen Thema Staubklassen, lest es euch in Ruhe durch. Grundsätzlich kann man das vereinfacht sagen, H fängt noch ein bisschen mehr ein als L. Aber lest es euch durch, was ihr braucht und was nicht.
Was wir festhalten können, laut den Datenblättern ist der Festool-Staubsauger erstmal ein bisschen besser, aber wenn man es ins Verhältnis setzt, teilweise nicht so viel besser, dass man den dreifachen Preis rechtfertigen könnte. Ist alles Theorie. Wir brauchen jetzt mal eine Säge, wir brauchen Staub und wollen das Ding testen. Los geht's! Heute ist der Wurm drin. Los geht's! Das kann eigentlich nicht sein. So, jetzt aber. Wir wollen erstmal gucken, wie gut das System in einer klassischen Anwendung funktioniert. Deswegen gehen wir hier erstmal auf Maximum, dann auf Automatisch und dann machen wir etwas, was absolut verboten ist. Wir stecken diese Säge da rein und sägen jetzt mit Festool und Parkside. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ja, ob das passt. Dieses Ding ist ganz hart. Das von Festool, hatte ich ja eben gesagt, ist flexibel. Das kann man hier so schön reinstecken. Das geht so leider mal gar nicht. Vielleicht geht es... Es ist nicht schön, aber es ist drin. Wir probieren es einfach mal aus. Und er stoppt auch wieder. Das ist ja schon mal schön. Wir haben jetzt ja hier in MDF rumgesägt und ich sehe hier gar kein Staubkorn. Supi. Deswegen schneiden wir die Platte jetzt einfach mal durch. Gucken, was dann passiert. Es ist einfach nichts an Staub zu sehen. Wir haben ungefähr einen Hauchmillimeter stehen gelassen. Ja, hier ist einfach nichts. Nur zum Vergleich sägen wir jetzt nochmal eine 5 mm Nut hier im MDF. Einmal ohne Staubsauger zur Hälfte und dann nochmal mit die andere Hälfte. Das ist alles hier nach hinten volle Möhre rausgeschossen und hier ist auch einiges hinten noch drin. Den zweiten Teil jetzt nochmal mit. Er saugt lange nach, aber... Jetzt haben wir hier drin nicht mal mehr das von vorhin. Also hier ist wirklich einfach nichts mehr drin. Der saugt alles weg. Eine wichtige Anwendung, die richtig doll staubt, ist Fräsen. Und das wollen wir jetzt gleich nochmal ausprobieren. Hier bei Festool passt es natürlich ohne Adapter nicht. Und auch hier bei Milwaukee haben wir keine Chance, dass wir diesen Schlauch ohne Veränderung da reinbekommen. Das ist ein bisschen doof. Wir könnten versuchen, das hier mal abzumachen. Aber wichtig ist, wenn ihr das benutzen wollen würdet, braucht ihr wahrscheinlich für die Systeme noch irgendeinen Adapter. Also passt es halt nicht. So, wir wollen es ja trotzdem ausprobieren und brauchen einfach eine Lösung. Und in diesem Fall ist die Lösung nicht, dass wir einen 3D-Drucker benutzen, sondern wir kleben das jetzt hier einfach fest. So, das sieht natürlich abenteuerlich aus. Aber... Wir alle haben das schon gemacht und es wird wahrscheinlich halbwegs okay funktionieren. So, Fräse ist dran. Wir wollen fräsen. Man könnte jetzt erstmal sagen, das hat ja gar nicht geklappt. Warum bleibt der Staub überhaupt bei sowas da drin? Das ist ganz einfach, wenn wir hier hinten eintauchen,
dann werden die Späne alle nach hinten geschossen und komprimiert. Deswegen stauen die sich hier so an. Was man aber merkt ist, hier in der Luft fliegt nichts herum. Die Luft riecht gut und auch neben unserer Nut ist alles erstmal soweit sauber. Ich habe jetzt den Staubsauger mal abgezogen und wir gucken einfach, ob wir das Komprimierte heraussaugen können. Man sieht, dass er Bock hat. Der baut richtig ordentlich Druck auf und zieht das Komprimierte schon ein gutes Stück von der Seite weg. Und wenn ich den jetzt wegnehme, sehen wir, diese Nut ist absolut sauber. Man hört jetzt auch zum ersten Mal ohne Maschine, wie der Staubsauger klingt. Es ist okay. Klingt nicht toll, aber es ist okay. So, weg mit dem Rest. Jetzt haben wir das Extrembeispiel. Oh nein, in unserer Werkstatt ist Dreck. Wir haben feinen Staub und wir haben auch große Teile. Wir wollen es wegsaugen mit der Bodendüse. Die ist hier ein bisschen zu grob oder fein, je nachdem, wie man es nimmt. Das machen wir mal ab. Oh, ups. Und saugen mit dem kurzen Stück und gucken, ob es verstopft. Eventuell fragt ihr euch, warum ich hier so auf dem Boden sitze und nicht die längere Düse nehme. Das ist ganz klar. Das eine, was wir bei einem Staubsauger immer testen wollen, ist, kann er Staub saugen? Da können wir schon mal sagen, dieser Staubsauger saugt wirklich erstaunlich gut. Der hat richtig Dampf, man merkt das. Aber das Wichtigste bei so einem Werkstattsauger ist, mal so einen großen Haufen Schrott vom Boden wegzusaugen und einfach direkt neben einem der Filter zu sitzen. Oh Gott, ich dachte, man könnte ihn ausklappen. Mal direkt neben einem der Filter zu sitzen, so wie hier, oh Gott, so wie hier. Und einfach mal zu gucken, was für Luft kommt mir aus diesem Filter entgegen. Und ich kann euch sagen, erstmal top. Der Staubsauger ist natürlich auch noch neu, die Filter sind noch nicht zu. Aber man merkt, die Luftqualität hier ist sehr gut. Warum ist das wichtig? Beim Staubsaugen wirbeln wir Luft ja auf. Die Luft geht hier durch und wenn der Staubsauger und der Filter schlecht sind, dann kommen hier dreckige bzw. kleine Partikel im Zweifelsfall wieder mit durch. Deswegen können diese Staubklassen sehr wichtig sein und die allgemeine Qualität des Staubsaugers auch. Ich sitze nun hier genau in der Abluft und kann euch sagen, top. Deswegen sauge ich jetzt weiter und atme da rein. Ich weiß, ihr wolltet es sehen und ich teste es für euch, opfere mein Herz. Ich habe meinen Festool-Zyklon jetzt hier an den Parkside-Staubsauger angeschlossen. Das passt hier oben nicht ganz so gut, aber sollte gehen. Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir dieses System so kombinieren können. Es hält hier drauf nicht sonderlich gut, aber dafür könnte man vielleicht eine Lösung finden. Wer weiß, also los geht's. Wir gucken, ob es hier landet. Das ist schrecklich, aber gut. Er hat gepiept. Warum hat er gepiept? Also zuallererst mal, das Ding saugt echt wie blöd. Und man kann es kombinieren. Also man, das ist so verboten, weil es so gebastelt aussieht.
Aber ihr könnt den Festool-Zyklon hier draufpacken, auch wenn dieses Ding viel, viel mehr kostet, glaube ich, als dieser Staubsauger. Aber es funktioniert. Man sieht, das, was wir eingesaugt haben, ist hier drin gelandet. Und man muss wirklich sagen, die Leistung ist heftig. Der Staubsauger ist jetzt auch leer. Mein Bauchgefühl würde mir sagen, der saugt doller als der Festool-Staubsauger. Das sehe ich daran, wenn ich die Düse zuhalte und mir angucke, wie sich das Ding hier verformt. Ich habe das bei meinem Festool-Staubsauger schon ganz, ganz oft gemacht. Und ganz so doll passiert das hier nicht. Trotzdem gibt es ein Riesenproblem mit dem Staubsauger. Das erste Problem ist ja glasklar. Die Düse hier, dass die starr ist, finde ich ein bisschen unlogisch. Wenn sie weich wäre, so wie die von Festool, dann könnte man sie auch in Öffnungen reindrücken, wo sie eigentlich nicht reinpasst. Und das ist spitze, weil man dann mehr Möglichkeiten hat. Was ich glaube, was sehr gut möglich wäre für den Hersteller Grizzly Tools in diesem Fall, legt doch bitte einfach noch zwei, drei andere Düsen mit dazu, so dass man diesen Schlauch im System mit anderen Systemen nutzen kann. Da kommen wir allerdings auch schon zum nächsten Problem. Der Staubsauger an sich saugt mega gut. Wir haben auch gesehen, wir können auch eine Fräse und eine Säge ganz wunderbar mit Strom versorgen und es funktioniert bis auf das Anschlussproblem super. Jetzt kommt die Bluetooth-Funktion. Die nervt mich. Ich habe ja schon gesagt, bei Festool nutze ich immer die Fernbedienung. Deswegen, ich bin eh nicht der allergrößte Fan davon, einen Akku mit dem Gerät zu koppeln. Aber das Problem ist zuallererst, wir brauchen eine Parkside-App. Darüber könnte man noch hinwegsehen. Wir können aber auch, soweit ich es getestet habe, nur Parkside-Akkus nehmen. Und das finde ich dumm. Diesen Akku haben wir sofort gefunden und können auch sofort sehen, wie viel Leistung er noch hat. Wenn wir aber einen neuen suchen und jetzt zum Beispiel diesen Festool-Akku hier suchen wollen würden, dann werden wir ihn nicht finden, egal wie lange wir warten. Wahrscheinlich ist es bei Festool auch so, wie gesagt, ich nutze das System so nicht. Bei Festool ist es aber ein High-End-Gedanke. Gerade bei Parkside würde es extrem viel Sinn machen zu sagen, das Gerät funktioniert mit allen Bluetooth-Akkus, weil es halt ein Einsteigergerät ist, wo ich eher glaube, dass Menschen verschiedene Akkus haben. Also mit dem Festool-Akku haben wir es probiert, der ist Bluetooth-fähig, wir finden ihn in der App leider nicht. Mit dem Muffle-Akku haben wir es auch probiert, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob der Bluetooth-fähig ist. Es ist aber egal, gefunden haben wir ihn auch nicht. Und alle anderen Akkus, die eventuell Bluetooth-fähig wären, finden wir auch nicht. Und das finde ich echt irgendwie blöd, weil, Riesenbrücke, der Staubsauger an sich ist sehr, sehr geil. Man merkt hier bei dem Schlauch, das ist nicht die Festool-Qualität. Es ist ja auch irgendwo klar. Der Staubsauger kostet 250 Euro und hat schon die Verlängerung und die Bodendüse und alles dabei. Das muss man bei Festool extra kaufen. Man merkt bei Festool, dass alles ein bisschen besser ist. Aber für 250 Euro ist das echt ein geiler Staubsauger, weil der unglaublich doll saugt. Der zieht alles weg und wenn ihr findig genug seid, dass ihr dieses Anschlussproblem löst, dann könnt ihr das in eurer Werkstatt richtig, richtig gut benutzen, weil man merkt beim Saugen einfach, dass der eine sehr, sehr hohe Saug- und Filterleistung hat. Jeder kennt das. Jeder hat mal so einen 80 bis 90 Euro Kärcher-Sauger benutzt. Damit mal eine Baustelle gesaugt und gemerkt, die Luft ist immer noch ganz schön dreckig. Und das ist Mist. So soll es nicht sein. Und das ist bei diesem Staubsauger nicht so. Also, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich mit der Leistung mega happy, aber Parkside oder Grizzly Tools, ihr guckt diese Videos doch bestimmt auch. Macht das. Macht das Bluetooth-System offen für andere Akkus, damit mehr Leute diesen Staubsauger kaufen können. Und ersetzt dieses wirklich, das ist zu hart. Das hält auch nicht gut. Wenn es flexibel ist und man es ein bisschen reindrückt, dann hängt es sich besser fest. Tauscht das aus, macht das offen. Und dann ist das für 250 Euro so ziemlich der beste Staubsauger, den ich mir vor... Die Anaconda! Naja, es ist halt nicht ganz fest. Digga. Es ist nicht ganz Festool, aber so ähnlich. Es ist für 250 Euro wirklich ein sehr, sehr geiler Sauger. Und deswegen kriegt den heute auch einer mit dem Hashtag Anaconda. Ist ja klar, weil ich sowohl mit dem Paket als auch mit dieser Schnürschuhbandaktion hier am Struggeln bin. So, das Video ist jetzt zu Ende, bevor es mit mir zu Ende ist.
smasht ein Abo rein, lasst ein Like da. Das Mikrofon ist ausgegangen. Ich soll hier nicht so rumblödeln, habe ich gehört. Also beenden wir das Video völlig seriös. Bis zum nächsten Mal. Einer von euch kriegt das Gerät mit dem Hashtag Anaconda. Und jeder andere, der 250 € ausgeben kann und möchte für einen Werkstattstaubsauger, der ist ganz gut.